Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Vanishing of Ethan Carter. Ja, wo befinde ich mich? Ich befinde mich wieder auf der Brücke mit diesem wundervollen Landschaftsbild. Denn ich habe einen Tipp bekommen, beziehungsweise mehrere kleine Tipps. Vielen, vielen Dank dafür. Es wurde gesagt, ich soll am besten nochmal zurück zum Anfang gehen, wo ich zufälligerweise eine Falle ausgelöst habe. Und mal ein bisschen erkunden, da dies ja ein Open World Game ist. Und da ein bisschen was getan werden muss, um die kleinen Risse zu einem großen Riss zusammenzufügen, so wie ich das verstanden habe. Und das werden wir jetzt mal tun. Deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen schneller laufen. Am Anfang und dann werden wir mal ein bisschen erkunden. Kann man ja auch noch lang. Sehe ich gerade. Okay, wir gehen noch mal zum Anfang zurück. Okay, hier ist die Falle. Erkunden wir mal. Ist immer noch klein. Ja, warum soll das auch anders sein? Ja, erkunden wir mal fleißig. Ich soll mir alles genau anschauen, hieß es. Aha. Aha. Okay. Okay. Wir sind aber ein bisschen erschrocken. Nee, das ist keine. Doch, das ist eine Falle. Okay. Ist ja das? Mit der Landschaft war ja schon, ne? Ja, das ist das mit dem wundervollen Bild. Das sieht so toll aus. Ey, das, warte mal, das muss ich genießen. Das muss ich kurz echt genießen und mal einen Schluck Kaffee nehmen dabei. Ist lecker. Da schmeckt der Kaffee um einiges besser, ganz ehrlich. Okay. Gucken wir mal hier noch ein bisschen rum. Okay, hier geht es nicht weiter. Begrenzung. Okay. Schauen wir uns mal weiter. Aha. Wow. What the fuck? Okay, da fehlt, glaube ich, noch was. Kann man hier hinten irgendwie weiter? Nee, ne? Doch, man kann hier weiter. Nice. What the? Okay. Was ist das hier? Okay, wo muss ich lang? Ich kann hier in jede Richtung. Ne, hier kann ich nicht lang. Aber warum? Oh Gott, hier liegen so viele Skelette. Oh Gott, was ist hier passiert? Aber auch ein schöner Anblick, so, ne? Muss ich ehrlich sagen. Das gefällt mich. Okay, hier war die Falle. Hier war auch eine Falle.
Wartet mal, was ist das denn da? Da, hier, Dokument. Lesen. Warte mal, Text. Saft. Tag für Tag kam ein alter Mann in den Wald, um Saft von den Bäumen zu trinken. Um dorthin zu gelangen, musste der alte Mann an vielen gefährlichen Fallen vorbei. Die Dorfbewohner glaubten, dass dieser alte Mann, glaubten, dieser alte Mann würde ein Jade-Amulett im Wald verstecken. Doch der alte Mann wollte, dass die Dorfbewohner das glauben. Denn so wurden sie im Wald nach einem Schatz suchen und nicht seinen Saft trinken. In einer kühlen Herbstnacht legte jemand ein Feuer im Wald, das sich bis zum Dorf ausbreitete. Der alte Mann entkam dem Feuer, indem er sich mit Saft bedeckte. Als er zum Dorf zurückkehrte, fand er nur noch die Knochen der Dorfbewohner. Der alte Mann setzte sich hin und weinte. Dann fand er noch mehr Saft. Ethan, I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Okay. Das ist ein bisschen weird. Okay. Hallo? Wer hat denn hier das Lagerfeuer platziert? Okay, lesen. Ein Toter bei Hausbrand von Jeff Jumu? Bayfield County. Mittwochmorgen wurde ein historisches Haus in Red Creek Valley durch ein Feuer beschädigt, so die Feuerwehr von Bayfield County. Eine sechsköpfige Familie schlief, als der Brand in dem abgelegenen Haus im 46. Old Ocean Road in 46. 64 Old Ocean Reed Road in Creek Valley ausbrach, das früher Albert Vandegrift gehörte. Gail Carter, 58, wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Die übrigen Familienmitglieder konnten entkommen. Carters Ehemann Edwin, 62, erzählte den Ermittlern, er sei womöglich mit einer angezündeten Zigarette in seiner Hand eingeschlafen. Feuerwehrleute wurden um 1.22 Uhr zum Unfallort geschickt und verblieben dort bis Mittwoch um etwa 5 Uhr. 4 Stunden später kehrten sie zum Anwesen zurück, um Glutnester zu löschen, die wieder entfachten. Beim Entstehungsbrand half die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ashland. Der Rettungsdienst von Masonville war am Unfallort in Bereitschaft. Text, zweiter Text. Nach hitziger öffentlicher Anhörung noch keine Antworten für Vandegrift F. Erben von Tom Orton, Bayfield County. Mitglieder der Familie Vandegrift versammelten sich heute erneut im Gericht von Bayfield County, um über das Vandegrift-Vermögen zu verhandeln, das seit 1961 treuhänderisch verwaltet wurde. Als Albert Vandegrift im Alter von 71 Jahren bei einem Grubenunglück ums Leben kam, die Nachwirkungen zerstörten beinahe Vandegrift Industrial und schadeten der lokalen Wirtschaft schwer. James Vandegrift, 38, aus Chicago, behauptete, die Ansprüche seines Vaters wären unverschämt gewesen und viele Vandegrift-Familienmitglieder hätten persönliche Gründe, nicht im Red Creek Valley auf dem Vandegrift-Anwesen zu leben. Wie im Testament des älteren Vandegrift festgelegt, das Feuer, bei dem das Vandegrift-Anwesen vor kurzem beschädigt wurde, so sagte er, hat die Bedenken seiner Familie noch weiter vorgehoben. Seit 1967 lebte die Familie Carter auf dem früheren Vandegrift-Anwesen als Hausverwalter. Okay. Das ist weird. Okay, wo sind die Skelette? Ich habe Schritte gehört. Ja, nice, aber schon mal ein bisschen was gefunden. So. Weiter geht's. Ich weiß nicht, sind wir jetzt wieder in der Zeit zurück oder sind wir wieder in. Noch in der Zeit? Okay, wir haben ja noch. Wir haben ja auch die Kurbel aufgehoben. Wir haben uns da ja auch was angeschaut, ne? Wollen wir die Kurbel mal fixieren? Weiß jetzt nicht, ob das war. Also wenn das jetzt alles war von dem ersten Dingen da, dann könnt ihr mir das ja mal sagen.
Und ich denke mal, es wird so sein, dass ich weitere Tipps benötigen werde. Weil ich habe auch noch nicht nachgelesen, worum es in dem Spiel geht. Also ich will da das echt blind ist. Also ich werde da nichts zu nachlesen oder so. Gar nicht erst versuchen, nach einer Lösung zu finden im Internet. Was war das? Ich weiß nicht, ob die Lautstärke so in Ordnung ist. Ich habe nichts verstellt. Ich würde hier sowas von durchfallen. Ich würde diese Brücke nie betreten. Okay. Vorwärts oder rückwärts? Aha. Benzin. Diesel. Fallen gelassen. Eile unvorsichtig, absichtlich. Vertrocknetes Gras, vertrocknetes Gras. Keine Sonne. Rechteckig, rechteckig, rechteckig. Block von der Brücke. Block? Nicht da. Es ist größer geworden. Okay. Okay, irgendwas müssen wir machen. Vielleicht mit der Lok da hinfahren zum Kanister. Ach, wartet mal. Okay, irgendwas ist gerade passiert. Okay, aber irgendwas fehlt noch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich weiter vorfahren soll. Zu den abgetrennten Beinen. Aha. Auf jeden Fall ist es gerade wieder größer geworden. Wir werden mal gucken, ob es jetzt wieder größer wird. Nee. Das ist echt weird. Muss ich echt zugeben.
Was fehlt denn da? Was fehlt? Ich will mal weiter umschauen. Boah, ist der Duster hier in der Ecke. Irgendwas fehlt. Ich weiß aber nicht, was es ist. Okay, hier ist immer noch nichts. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Noch mal zum Kanister. Ja, schön, dass du machst. Aber ich weiß immer noch nicht, was jetzt hier Phase ist. Es fehlt. Gucken wir uns hier nochmal um. Hier war jetzt nichts, ne? Ich kann ins Wasser. Aber auch nur ein Stück. Okay, hier hätten wir ja die Kurbel gefunden. Es ist hier nichts. Ich bin einfach nur blind. It's weird, oh. Okay, ich komme nicht drauf, ehrlich, ich komme da echt nicht drauf.
Aha. Zeit, Abdruck in der Erde, frischer Schmutz. Okay. Muss einen Stein finden. Ich jetzt. Der Essen. Einen Stein. Aber wo? Hier liegen tausend Steine rum. Bei Blut, Alter. Stein. Ja, Stein. Blub. Nehmen wir mal eine Busch. So was wie die Taschenlampe. Der Stein. Oder bist du das? Oder bist du das? Hm. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ehrlich. Ich glaube aber auch da jetzt, wo ich bin, es ist zu weit weg für das Rätsel. Es ist einfach zu weit weg. Sieht so ein bisschen aus wie Isla Sol aus Jurassic Park 2 hier. Was ist das für eine Form? I don't know.
I don't know. So eine komische Musik auch. Da liegt ja der Dude. Liegt hier irgendwo ein Stein rum. Anstatt hier irgendeinen zu nehmen, der hier rumliegt. Leute, ich weiß es echt nicht. Vielleicht könnt ihr mir ja einen Tipp geben. Ich das hier löse. Weil mehr jetzt hier rumlaufen kann ich nicht. Und gucken ist ein bisschen weird. Komme ich nicht? Okay. Ja, gut. Da muss ich mir mal was überlegen. Hier draufschieben oder was? Ist nicht von da oben, aber wie komme ich da hoch? Hier oder so? Aha. Stein gefunden. Ich wollte gerade die Folge beenden. Das machen wir jetzt noch eben. Ich glaube, das ist nicht schlimm, wenn die Folgen hier weit länger werden. Okay, dann gucken wir uns das jetzt nochmal an. Vielleicht war das ja die Lösung. Okay. Okay. Okay, warte mal. Was? Der hat nicht ernsthaft? Okay, hier ist er. Okay, der Kleine muss wohl überlebt haben. Glaube ich. Geht auch mal mit der Kurbel.
glaube, ich kombiniere das gerade nicht alles. Chronologie. Ach so. Guck mal, ob das so richtig ist. Weil hier hat er ja einen Stein schon. Ich das als 3 dann 4 5 und 6 war das richtig? Travis, tell me where Ethan is. Ich glaube, das war falsch. Travis, tell me where Ethan is. Okay. Vielleicht so. Travis, tell me where Ethan is. Hey. Irgendwas stimmt hier nicht. I hate this. Uns das so noch mal an. Gale, honey, I wish there was another way. Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. He is forever. Okay. Dann ist das die 3. So, warte mal. Listen to me. Erste Szene können wir hier überspringen. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. He is forever. Travis, tell me where Ethan is. Now. I'm giving the sleeper what he wants. What all of us want. Look, old man. You need to go home. God damn it. Go! Get out of here!
Travis, close your eyes. Okay, Opa, er ist tot. Okay, wir wissen jetzt, was passiert ist. Also der alte Typ, der wollte Ethan. Überfahren. Und dann kam Oppi mit einem Stein im Kopf. Okay, dann gehen wir jetzt noch runter und gucken uns das an. Ah, hier. Grandpa? Stay away! Ethan, I'm sick too. I can feel the sleeper in my head. Then fight it. I have to destroy the room. Corvus, I'm sorry. Ethan. Oh no. I can't let you do that. Okay. Whatever had turned Ethan's family against him, the grandfather was trying to resist. Age helps against those things that feed on hate. Not because of wisdom or experience, because the old are tired. Their hate is less useful. Okay. Hier passieren echt komische Sachen. Gut, wir haben zwei Rätsel gelöst. ihr könnt ja mal... Gut, jetzt brauche ich ja keine Tipps mehr davon, was ich gerade gemacht habe. Aber ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren schreiben, ob ich mich hier noch genauer umsehen soll oder ob ich weiter Richtung Staudamm gehen kann. Ne? Das könnt ihr mir gerne... Ihr müsst nicht sagen, was ich finden muss, sondern sagen, ey, schau dich da nochmal um, da könnte noch was sein. Oder, geh ruhig weiter. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Wie das Ganze weitergeht, erfahren wir beim nächsten Mal. Bis dahin, einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.